So, Freunde der Nacht, das wird die nächste Einstellung sein. Ich kann es euch gleich mal zeigen. Also so ungefähr. Und da sind alle am Ausladen. Hier ist unser Kameramann, der mir eben gerade offenbart hat. Ich bin total enttäuscht. Ich habe Chancen bei dir, aber du stehst nicht auf Jungs. Er hat sein Coming Out heute gehabt und deshalb. Mein Coming In war gestern, genau. Da habe ich den Job bekommen. So, und deshalb werde ich mich jetzt auch hier schnellstens entfernen, weil man nie weiß, was die. Man weiß nie, was die verrückten Kameraleute so tun. Eins nach dir. Du bist weg und ich merk, wie ich innerlich kapier. Ich kann die Leere in mir fühlen, der mein Herz schlägt nicht mehr. Hörst du das? Mein Herz schlägt nicht mehr, es ist der Tag, eins nach dir. Und ich will ständig mit dir reden, so als wärst du noch hier. So als wärst du in der Nähe, als könnte ich dich noch spüren. Als wär das Foto hier am Leben, doch es spricht nicht mit mir. Ein Meer aus Sternen, da tauchen. Es ist der Tag, eins nach dir. Du bist weg und ich merk, wie ich innerlich krepier. Ich kann die Leere in mir fühlen, der mein Herz schlägt nicht mehr. Hörst du das? Mein Herz schlägt nicht mehr, es ist der Tag, eins nach dir. Okay Leute, ich laufe jetzt gerade ans Set von Steve. Der dreht jetzt die Regenszene. Und hier fliegen auch schon überall Pollen rum. Die sollen nicht eigentlich da sein. Wie ihr seht, ist es ziemlich voll. Viele Leute, alle was am machen. Was ist fraglich? Da ist Steve. Okay, Steve! Hi. Das ist der EBK-Mann. So, normalerweise muss ich immer dir Fragen stellen. Nee, normalerweise stellst du immer du mir Fragen. Und jetzt stelle ich dir eine Frage. Warum filmst du mich? Ich filme mich gar nicht, ich filme Steve. Aber ich komme mich nicht ran, weil du genau am Weg bist. Achso, alles klar. Steve! Du siehst ganz toll da hinten aus. Du bist wunderschön. Du machst das super. Kamera an. Gut. Und Action. So. Ich sehe hier Christian, ich sehe dich eigentlich nur trinken und essen. Ich versuche das auf Vorrat zu machen. Ich weiß nicht, wann ich mit euch wieder drehe. Aber wir mal reinschauen, was geht. Fertig! Wie war's? Na Mann. Super. Okay, ich habe noch zweiten Wasser. Ich weiß nicht, sah's gut aus? Nee. Ja, dann haben wir sie am Kasten. Erwischt. Erwischt. Also wenn ihr mal ein Auto packen wollt, John. Packt so. John! Wieder hin. John! So. So mit dem Auto gepackt. So macht man das. Endlich mal Schweiß auf deiner Stirn. Guck mal hier. Diese verrückten Menschen, die da mit so komischen Gerätschaften rumhantieren, versuchen eine regennasse Straße zu kreieren. Also jetzt Achtung, jetzt geht's los hier. Jetzt verteilt sich's. Tuck hier, zack. So macht man Regen. Der CJ ist jetzt an der Kamera, was besonders. Auch ihr stand da. Deshalb wollten wir einfach mal einen kurzen Check machen, ob das alles kann. Irgendwie passt da was nicht. So, hat er schon sein erstes Problemchen. Jetzt bist du wieder da. Ja. Technik halt. Technik, die begeistert. Was machen die hier gerade? Komm. Versuchen. Komm. Die Straße voll mit Sand zu machen. Sand ist sehr gut. Sand. Nee, aber es wird nichts. Ich glaube, das wird nichts. Steve, sag mal was. Was? Irgendwas? Was? Irgendwas. Irgendwas. Dankeschön. So, ihr Lieben. Ich befinde mich jetzt in meinem Hotelzimmer. Der Drehtag, der erste ist zu Ende von Tag 1 nach dir, unsere erste Single. Wir haben jetzt 21:45, ich bin jetzt hier schon ein bisschen am Chillen, so hier im Bett, hier mit meinem Chill-Outfit hier. Jogginghose und so. Ja, und ja, ich chill jetzt hier noch ein bisschen im Hotelzimmer, ich gucke hier gerade Germany's Next Topmodel. Das ist ganz spannend hier, aber ganz ehrlich, die sehen irgendwie alle scheiße aus da. Oder? Ja, alles scheiße aus. Ich werde jetzt demnächst schlafen gehen. Also sehen wir uns dann beim nächsten Podcast vom nächsten Videodreh zur zweiten Single.
Gutes Nächtle.